Zur nächsten Spielzeit öffnen sich endlich wieder die Türen des Stadttheaters. Das ist für uns Musiker und alle anderen Mitarbeiter des Stadttheaters auch ein besonderer Moment, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Besonders ist dieser Moment aber auch, weil wir eine neue Leitung am Stadttheater begrüßen können. Und so darf ich Ihnen Lars Tietje, unseren neuen Intendanten, vorstellen. Ja, und wir dürfen Sie leider zum Teil noch nicht live begrüßen. Und deswegen haben wir ein Video für Sie gedreht, in dem wir Ihnen die Menschen vorstellen, die neu im Leitungsteam sind oder die Sie vielleicht auch schon kennen. Und wir stellen unser Programm vor. Und wenn Sie es noch genauer wissen wollen, dann klicken Sie unten auf den Link. Dort finden Sie als PDF-Dateien unsere Spielzeithefte. Nun viel Freude mit der Vorstellung des Programms. Était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient flic-flac, clic-clac, clic-clac, voilà, voilà, klein Zack. Flic-flac, clic-clac, voilà, voilà, klein Zack. Zeitgemäßes Musiktheater ist dynamisch, lebendig und publikumsnah. Freuen Sie sich auf viele bekannte Gesichter, aber auch auf neue Gesichter im Musiktheaterensemble. Freuen Sie sich auf RegisseurInnen, die alle ihr Debüt geben werden, hier am Stadttheater Bremerhaven. Und freuen Sie sich auf einen wie gewohnt farbenfrohen Spielplan. Mit einem Stück kommen wir sogar zu Ihnen in die Stadt. Wir werden die Spielzeit eröffnen mit Hoffmanns Erzählungen. Il avait une bosse en guise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, tric-trac, tric-trac. Voilà, voilà, klein Zack. Cric-crac, tric-trac. Voilà, voilà, klein Zack. Ja, super, danke schön. Lass uns am Beginn. Liebes Publikum, unsere Ballettkompanie freut sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Das Ensemble hat sich kaum verändert. So bekommen Sie die Gelegenheit, die Ihnen bekannte Tänzerinnen und Tänzer in neue Produktionen zu erleben. Wie auch in vergangenen Spielzeit wird unser Ensemble durch junge, kreative Studierende aus Zürcher Hochschule der Kunst verstärkt. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit. Wir haben für Sie eine vielfältige Spielzeit vorbereitet. Neben der Beteiligung in Musiktheaterproduktionen zeigt sich unsere Ballettkompanie in insgesamt 4 neue Tanzabenden, wobei der erste eine Deutung der Fauststoff nach Goethe sein wird. Wir haben die Bühne vermisst und sind hungrig nach Bewegung. Mit unserer Tanzkunst wollen wir ab Herbst auch Sie wieder bewegen. Wir freuen uns. Gott würfelt nicht, hat Albert Einstein gesagt. Aber gibt es denn überhaupt einen Plan hinter all dem, was uns hier so umgibt? Oder ist es alles nur Zufall und wir Menschen sind komplett unbedeutend? Fest steht nur, dass der Mensch sehr liebenswert sein kann bei seiner Suche nach einem Sinn. Das Schauspiel lädt Sie ein, mitzukommen auf diese Sinnsuche und wer weiß,
Vielleicht erkennen Sie sich wieder. Komm. Kopf. '89. Neuer Rekord. Das muss ein Hinweis auf irgendwas sein. Ja. Abgesehen von der Umverteilung der Güter. Mögliche Erklärung. Aha. Es ist ein spektakulärer Beweis für die Regel, dass jede einzelne Münze einzeln geworfen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf die Zahl wie auf die Kopfseite fällt. Aha. Weshalb keiner dieser Einzelfälle überraschen sollte, falls er eintritt. Ja. 90. Was ist das Erste, woran du dich erinnerst? Du meinst das Erste, was mir in den Sinn kommt? Nein. Das Erste, woran du dich erinnerst. Ach so, ich verstehe. Nee, ist weg. Ist schon zu lange her. Du verstehst mich nicht. Was ist das Erste nach all den Dingen, die du vergessen hast? Ah, verstehe. Ich habe die Frage vergessen. Da war ein Bote. Jetzt habe ich's. Ein Fremder hat uns geweckt und unsere Namen gerufen. Im Auftrag des Königs. Wir also los, Hals über Kopf, quer durchs Land, voller Angst, zu spät zu kommen. Zu spät für was? Woher soll ich das wissen? Wir sind noch nicht da. Was tun wir dann hier? Wir sollten weiterziehen. Richtig. Weiter wohin? Güldenstern? Rosenkranz? Was? Zauberhafte Musik werden Sie, gespielt vom Philharmonischen Orchester Bremerhaven, im Symphoniekonzert hören können. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Zyklus Trois Femmes de Légende, also drei legendäre Frauengestalten der französischen Komponistin Mel Bonis. Wenn Sie diesen Namen noch nie gehört haben, ist das überhaupt keine Schande, denn im Repertoire der meisten Orchester fehlen Werke von Komponistinnen. Und deshalb habe ich für Sie eine Vielzahl von wunderbaren Kompositionen von Komponistinnen herausgesucht, die wir Ihnen gern in unserer nächsten Spielzeit präsentieren würden. Zum Beispiel die Symphonie in H-Moll der russischen Komponistin Leokadia Kasperowa. Das war die Klavierprofessorin von Igor Strawinsky. Oder die erste Symphonie von Louise Farranque, mit der sie 1842 in Paris für Furore gesorgt hat. Und ganz besonders am Herzen liegt mir die Aufführung der Symphonien der deutschen romantischen Komponistin Emilie Meyer, die den Beinamen der weibliche Beethoven trägt. Eben, weil ihre Musik ebenso aufbrausend wild sein kann wie zart und zerbrechlich, so wie die Musik des Bonner Meisters. Und damit schlagen wir den Bogen zurück zum Ende der Spielzeit vom weiblichen zum männlichen Beethoven und holen die Aufführung der monumentalen 9. Symphonie nach. Darauf freue ich mich ganz besonders. In Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmidt wird eine große Familiengeschichte erzählt. Und damit der Vorstellungsbesuch bei uns im Jupp zum Erlebnis für die ganze Familie wird, bieten wir im Anschluss an die Vorstellungen am Wochenende noch ein kleines Mitmachprogramm für unsere Familien an. Es war einmal, da hatten wir noch alles. Eine Wohnung im 4. Stock, darüber nur der dunkle
etwas gruselige Dachboden. Wir hatten 4 Zimmer. Und meins war das größte, weil ich die kleinste war. Und noch am meisten Platz zum Wachsen brauchte, klare Sache. Wir hatten 84 Topfpflanzen und einen Balkon mit Erdbeeren. Und Bilder an den Wänden und unter jedem Tisch geheime Gemälde von einer jungen Künstlerin. Ich, die eines Tages damit berühmt werden würde. Wir hatten 1000 Namen für mich. Und Maulina hat das Rennen gemacht, weil ich Paulina heiße und weil es sich reimt und weil ich das Maulen zur Kunst erhoben habe. Maulen heißt nicht einfach rumstänkern. Maulen, das ist eine Lebenseinstellung. Aber davon später. Das alles hatten wir in dieser Wohnung, diesem Haus, dieser Straße, diesem Reich, meinem Reich, genannt Mauldavien. Und ich bin die Prinzessin von Moldawien und zugleich der Maulsident. Wir hatten Gummistiefel und Schmutz und 2 Schildkröten, Lenny und Roy. Es war einmal, da hatten wir noch alles. Uns. Ja, liebes Theaterpublikum, Sie haben eben gehört und gesehen, welche spannenden Projekte das Stadttheater Bremerhaven vorbereitet hat für Sie und für uns alle. Ich freue mich sehr auf diese vor uns liegende Spielzeit und ich glaube, wir alle sind bereit dafür, dass sich die Vorhänge des Stadttheaters wieder heben. Ich wünsche allen Beteiligten vor und hinter der Bühne außerordentlich gutes Gelingen, Ihnen und uns gemeinsam spannende, unterhaltsame, auch nachdenkliche Aufführungen der einzelnen Sparten und Ihnen, lieber Herr Tietje, einen tollen Start im Stadttheater Bremerhaven. Vielen Dank, lieber Herr Frost. Sie haben die Menschen erlebt, die für die kommende Spielzeit Verantwortung tragen und hoffentlich ganz viel Lust auf das tolle Programm im Theater und im Konzert bekommen. Wir wünschen Ihnen nach dieser schweren Zeit eine tolle Spielzeit an Ihrem Stadttheater Bremerhaven.